Startbereit? Warte mal, was hat mich denn jetzt für ein komisches Gesicht? Neue Auswahl? Oh, wow. Man hat neue Charakter. Oh, ich will der Totenkopfmann sein. Da kriegt das Monster Angst vor mir. Dann stirbst du zuerst. Du hast plus einen Taschenlampe. Ich weiß nicht, was das heißt. Ach, Quatsch. Immer wenn ich hier einen Screenshot mache, wechselt er wieder das Ding. So, ich mach jetzt nichts mehr. Ich bin fertig. Fertig? Alle fertig? Gut. Ja. Aber weißt du, Schwarze sollten ja eigentlich gut rennen können. Hi, Internet. Bitte achte auf die Art deines Humors, das wäre mir ganz recht. Huch, wo bin ich? Hä? So. Ist das eine neue Map? Oh, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Hi. Ja. Hallo. Ah, nee, hier sind die anderen beiden. Gott, Skelett. Ja. Hier links. Alt F4 zum Schlagen. Labyrinth. Fuck, müssen wir in die Räume reingucken? Da ist das grüne Zeugs. Ja, da ist das grüne Stein. Kann man hier rein in die Tür? Stein, ja. Das sieht nur aufgemalt aus. Also. Hört sich hier auch wieder nach fließendem Wasser an, ne? Mhm. Ja. Nicht oder eine Toilette. Ah. Mal als Geist hier durch die. Wollt ihr rausgehen? Ich hätte gedacht, hier drinnen gibt's noch irgendwas. Wir gehen ja nicht raus. Geht's? Ist nur ein Bunker. Geht nicht. Ja, ist nur eine etwas größere Halle. Und ein U-Boot. Geil! Hat sich jetzt schon gelohnt. Ich wette, man darf da nicht reinfallen. Sollen wir es mal probieren? Man kann nicht reinfallen. Okay. So. Schauen wir doch mal. Ich bin Linkshänder, ich gehe nach links. Das ist auch eine coole Ansicht. Ich bin Linkshänder, dann gehe ich nach links. Ja, grundsätzlich in meinem Leben nur nach links. Oha. Wäre ein bisschen doof, wenn man nur nach rechts geht, oder? Eben. Sorry. Das würde man schon hören, ne, wenn hier irgendwas drin wäre. Nee? In der Zelle. Nee, in Stein, in Stein, in Stein, in Stein, in der nächsten. Wenn man nach links guckt und vorbeigeht, dann sollte es ja gehen. Oder? Ich dachte, das wäre ein Turmbandgerät. Hier ist eins. Okay, Spaß kann beginnen. Sehr schön. Los geht's. Ja, hier wird wahrscheinlich keine mehr sein. Alter, was ein Labyrinth. Oh nein, ich bin nach rechts gegangen. Oh, ich habe meine Prinzipien verraten. Das ging immer einmal schnell. Einmal links im Kreis drehen, so lange bis du dann nach rechts willst. Stimmt. Also wo immer lang, hier lang? Und gehen wir Lolli nach. Gott, warum wird das schon wieder flimmerig? Probier nicht. Ich bin auch wieder zu hinterst. Aber nichts. Hinter dir ist gehört. So, noch nichts. So, stimmt. Ja, was flüstern. Ja, ich auch. Ich mag's nicht, wenn was flüstert. Das bin ich, die dir ins Ohr säuselt. Ich flüstere dir süße Lichtigkeiten ins Ohr. Du hast eine Kamera. Willst du nicht eigentlich uns jemanden sehen? Hallo? Irgendein creepiger alter Mann beobachtet uns. Lass die Hose runter. Ja, achte auf deinen Humor. Was? Was? Ihr habt gestern das Penisspiel gespielt. Ich bin außen vor. Ich habe ein Strike übrig. Voll eklig. Muss doch irgendwas sein. What the fuck, was ist das? Hier ist was. Ja. Ich will's aufheben. Was sind das? ETs? Das sind ETs? Okay, ich finde die sehen. Ja, sie sehen aus wie eine Mischung aus ET und Yoda. Und Raupe. Zumindest der eine. Lass uns mal nach rechts weitergehen, dann. Hier, ne?
links? Warte. Ja, kann ja immer in alle Richtungen laufen. Also ich bin ja Rechtshänder, ne? Ja, geh mal rechts. Also wenn ich Labyrinthe mache, dann gehe ich auch immer nur in eine Richtung. Wenn ich rechts gehen kann, dann gehe ich sofort rechts. Ja. Da kommen wir wieder in diese große Halle rein, glaube ich. Oh nee, nee, das sind andere Symbole. Das sieht aus wie ein Ausgang. Ja, ja. Oder wie die Zellen. Stimmt. Oh je, je. Links. Oh fuck. Bist du tot? Nein, ich habe nach links geguckt und dann hieß es ja, ja, nicht geradeaus. Dann drehe ich mich natürlich. Krieg den Schock meines Lebens. Hier ist was. Aber das ist nicht, das ist was anderes, ne? Das ist was Böses. Hier sind die Zellen? Hier sind die Zellen, ja. Hier ist was! Hier ist irgendwo ein... Ich hab's gehört, wo hab ich's gehört? Ja, das sind Gärtchen, das ist bei den Zellen, das ist der Stein. Nein, ich hab auch so ein Rauschen gehört. Ja, das ist der Stein. Nein, ich hab so... Mann, ich hab schon... Gärtchen, folg mal deinem komischen Ohren, wir laufen hinterher. Ja, jetzt höre ich's nicht mehr. Ist schon wieder weg, aber es war wirklich so ein Radiorauschen. Also wie das, was immer diese... Da! Oh nee. Jetzt wieder zu diesen Kammern. Ja, nee. Nach links, das ist. Rechts geht's wieder. Entschuldigung. Sonntag. Unverzeihlich. Okay, Zellen? Die Frage ist: gibt's nur den einen Zellenblock oder gibt's mehrere? Sind zwei, glaube ich. Oder? Nee. Hier ist wieder die U-Boot-Halle. Lass uns hier nochmal durchgehen, auf die andere Seite hindurch. Hier rein? Ja. Hier ist was drin. Ey, hier ist ja wieder die U-Boot-Halle. Ja. Nein. Wir sind ja jetzt hier direkt rechts gegangen. Vielleicht ist dann auf der anderen Seite was. Ich finde es gut, dass du so einen guten Orientierungssinn hast. Ich laufe hier völlig blind durch. Man kann auch das U-Boot drauf. Vielleicht die Flucht. Ja, das kann nur sein. Gut, dass wir alle einen U-Boot-Führerschein haben. Jo. Der flüstert mir was in mein rechtes Öhrchen. Kann es sein, dass hier nichts ist? Ja. Aber ich glaube, hier oben war aber noch nicht. Lolli, bist du noch bei uns? Ja. Wo lang? Geradeaus. In der Sackgasse aus? Nee, noch nicht. Ah, rechts. Aber rechts. Stein, oder? Weiß es nicht. Also hier ist noch nichts. Noch nichts. Bleibt bestimmt. Ja, ein Stein. Hier ist noch was wir, glaube ich, noch nicht hatten oder so. Ich weiß nicht, welches Wasser für ein Symbol ist. Wahrscheinlich ein Teeküchen. Oh, da ist die Teeküche! Lass uns doch mal hingehen. Ja, da okay. Vorne kommen Regale. Oder ist das wieder die große Halle, die mit dem. Nee, das ist was anderes. Oha, was ist das? Reaktor? Das ist ein großes Teekesselchen. Ja. Ich hätte gerne bitte einmal Kamille. Kann man
sich den Ziel recht schnell. Intelligence Hero. Irgendwas mit Aliens. Hier ist ein Umwand. Oh, jetzt hab ich von diesem blöden Symbol erschrocken. Bei 3 von 8. Ach, hier waren wir schon, ja. Drin, ne? Ja, aber hier hat es mehrere von diesen. Danach kommen ja noch welche. Oh, sind die hingelaufen? In diesen Raum rein. Hier sind wir. Symbol. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Das ist ein Fuß. Da ist die Massage. Ja, dann sollen wir zum Massage gehen. Ich tendiere eher zur Pathologie oder sowas. Nein, das ist eindeutig die Massage. Lali, gebrauch mal deine Fantasie. Ich stelle mir das auch gerade so vor, wie du in irgendeinem Massagesalon liegst mit einem Zettelchen am Fuß, damit du wissen, welche Behandlung du brauchst. Richtig, genau. Ah ja, siehst du? Guck mal hier. Der ist schon tiefenentspannt hier. Ja, die sind alle tiefenentspannt. Lecker. Warum ist hier Blut an dem einen Ding? Können wir das rausholen? Geht hier nicht jetzt. Oh, aber ich will es so gerne rausholen. Später. Das ist so schlimm mit den Kopfhörern, ey. Ich hab von außen gar nichts mehr. Ich bin ja jetzt schon auf unsere Map hinterher gespannt, welche komischen Wege wir gelaufen sind. Ja. Hier sind Raketen. Ach stimmt, ach ich laufe hinter dir, ich bin doch blöd. Nadine, wo bist du denn hinter uns? Ich glaube, hier ist ein Vieh mit uns im Raum. Boah, Alter, ist ein Atom-Dingens. Das ist ganz bestimmt ein Tape. Ding. Ha, rechts hinter uns. Hinter den Raketen. Wo wir hergekommen sind. Aber hier scheint nichts zu uns zu sein. Hier ist. Vibriert sogar. Spielst du mit Controller? Ja. Geil. Also jetzt nicht mehr, weil das Umgucken ist ganz. Ja, links, rechts, links, links. Okay. Ich lauf gerade links. Links. Dieser Bunker ist groß. Der ist wirklich verdammt groß. That's what she said. Tete. Oh, da ist ein Ding. Kennen wir das hier schon? Hier ist noch ein anderes Symbol. Das kennen wir auch noch nicht. Ist hier ist ein Kistenlager. Ja, ich würde sagen, wenn wir hier durch sind, dann hier. Ich höre. Turmband. Wenn wir das haben, gehen wir nochmal zurück, weil da ist ein Zug abgemacht. Was ist denn? Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Zurück? Wo wir links und rechts quasi. Nicht hier weiter, ob es hier hinten jetzt noch eine Tür gibt oder so? Doch, geht doch bestimmt. Es geht hier auf jeden Fall weiter, so wie das aussieht. So. Also zum Zug müssen wir wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Ich höre halt auch die ganze Zeit Stimmen flüstern, ne? Ja, ich auch. Das ist halt doch komisch, ich höre nichts. Der Charakter hat bestimmt den Trait fast taub oder so. Ja, wir sind halt einfach schon so komplett paranoia. Das sieht aus, als gibt's hier noch ein UFO. Ja, ich will das UFO sehen. Links, rechts, rechts. Rechts. Ja, scheint, glaube ich, egal gewesen. Aber die Stimmen werden lauter. Apropos, wir sind gleich tot. Wie viele Tonbänder haben wir denn besetzt? Ich bin nicht dabei.
5. Okay. Na, den Stein ist dann. Ja. Wir müssen halt irgendwie nicht rumrennen. Das UFO, wir laufen gerade weg vom UFO. Was? Da brennt ein Schild. Stein. Stein, ja, das war anders. Wo ist das Schild? Und? Da. Warte mal, hier ist das Schild, genau. Ja. Was ist das geradezu? Hier ist das UFO. Da ist auch noch ein Stein, da ist ein grüner Stein. X-Files. Ja. Thema fängt an zu spielen. Wo geht's weiter? Ich will das UFO angucken, aber ich kann nicht, weil das grüne Ding da ist. Voll unfair. Seid ihr Tim? Ich bin jetzt weiterlaufen. Ich bin bei dem Blonden, das bist du, Das bin ich, ja. Julia, ne? Ja, hinter dem UFO, es geht der Gang weiter, oder geht's weiter? Okay, komm. Ja. Wartet bitte auf mich. Wo bist du? Ja, ich bin hier, ich bin gerade von der anderen Seite vorgegangen. Okay, kann weitergehen. Taschenlampe flackert. Aber meine flackert schon eine Weile. Oh, sag mal, die Nahe gehen in die Tasche. Da geht's wieder zum Teekesselchen. Da hinten. Was ist das? Das Symbol, ist das der Zug, den du meintest? Nee. Aber wollen wir dem Schild folgen hier? Ja, das sieht aus wie Computerraum oder so. Ja. Ah, hier ist das U-Boot, glaube ich, wieder. Ja. Ja. Ja, wo ist jetzt das Ding mit dem Zug schon wieder hin? Wir sind doch hier lang gelaufen und dann in die Richtung, durch die Tür und geradeaus, oder nicht? Ja. Sollten wir hier wieder zurück und rechts? Nee, geradeaus, bin ich der Meinung. Nee, rechts? Nee, rechts. Rechts, denke ich auch. Nee. Hier genau, da wo du jetzt langläufst. Aber was anderes, glaube ich. Okay. Nee, doch, das kennen wir schon, oder? Also zumindest das Symbol. Das kennen wir schon. Das ist der Teekessel. Das ist der Teekessel. Und hier irgendwo war denn auch die Wand. Oder wo sind wir? Sind wir hier gerade ab? Lass mal hier links, rechts neben diesem Teekessel gehen. Rechts? Da ist aber der Vieh. Ja, da ist Julian, wo musst du denn jetzt hin? Ach, hier. Da vorne. Und oh, Entschuldigung. Hier sind wir links gegangen und hier gehen wir jetzt rechts. Warte mal auf uns. Ja, du bist gerade ein bisschen sehr schnell. Hier sind wieder die Räume. Gerti, stell dir mal vor, wir würden das alleine machen. Uff, Alter. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mal versucht habe, alleine Slender zu spielen. Das habe ich genau 2 Minuten ausgehalten. Ja? Nee. Ich bin der Meinung, wir hätten vorhin gerade auslaufen müssen. War das? Fuck. Nee, ist das nicht. Oder war das hier durch und dann sind wir irgendwann so nach links abgekommen? Also ich glaube, links war das Vieh gerade. Und das ist schön, hier ohne Taschenlampe rumzulaufen. Oh fuck, das steht rechts in der Tür, rechts in der Tür, rechts in der Tür. Oh, das gehört bei dir. Gehen wir hier links rein? Ich würde das mal. Stimmt, hier sind jetzt die Viecher wieder. Hier ist das Obduktion. Wo komm ich hin? Warum trennt ihr euch denn gerade alle? Ja, weil wir gerade ein bisschen panisch geworden sind. Steffen, wir müssen glaube ich wieder zurück. Hier ist ja, noch was anderes. Ja, aber hier ist doch da. Kommt mal zurück, komm mal hier zu uns. Wo seid ihr? Ja, hier zu euch. Weggelaufen. Ja. Ah, hier. Hallo. Hallo. Steffen, bist du bei mir? Ja. Komm mit. Hier ist noch was Neues. Ich hatte jetzt gedacht, wir suchen da den Zug. Ja, aber ist das der Zug? Ich weiß es. Das ist der Choo-Choo-Choo, Charlie. Chaga, 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 chaga. Wow! Choo-Choo! Ist nach links? Man kann ja gar nicht springen. Ja, man kann so rüber gehen.
ja. Komm hier durch? Nee, hier ist nicht. Komm wir nicht durch? Oh Gott, hinter uns. Ja, schön, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Lampe schwächer wird. Ja, deswegen mache ich meine halt auch immer wieder aus, weil Batterie sparen. Ich glaube nicht, dass das mit Batterien ist. Also es gibt ein Perk, dass die Taschenlampe länger hält. Oh, ach so? Oh, links, das geht. Ach so, stimmt, ja, den habe ich sogar, den Perk. Okay, also wenn wir den Controller vibrieren hören. dann gucke ich irgendwo hin. Oh nein, wir müssen jetzt zurück. Ich bin weg. Er hat mich erwischt. Er ist direkt hinter euch. Mach mal das Licht aus. Oh, diesmal bin ich auch wirklich da gespawnt, wo ich. Ich bin auch wieder da gespawnt, wo ich gestorben bin. Oh, da ist ein Eingang. Er ist wirklich hinter uns. Wo lang? Ich weiß es nicht. Okay, geradeaus. Wir laufen dem Schwarzen hinterher. Hier sind noch Kisten oder so. Also ein anderes Symbol, was ich auch noch nie gesehen habe. Ja. Ich bin bei euch, nicht dich erschrecken. Ich laufe hinter euch. Also ich höre so links, ich würde jetzt geradeaus weiterlaufen irgendwie. Mhm. Ja. Das klingt extrem nah. Am Arsch, ich weiß, ich sprint mal ein bisschen. Oh Gott. Lolli ist weg. Du hast geschrien. Ah, jetzt ist hier die Bücherei. Hier ist der Zug, hier ist der. Hier, ja, wow. Oh fuck, links. Gott ey. Hallo Lolli. Oh, irgendwie fühle ich mich in dem Modus viel wohler. Ja, ich auch. Sind wir hier gerade ausgelaufen? Wir sind das letzte Mal gerade ausgelaufen, glaube ich. Ja. Ich habe auch spontan diese ganz komischen Geräusche aufgehört. Komm, wir schaffen das, Steffen. Ja, zu sterben. Jetzt, wir kommen wieder zum UFO. Ich habe keine Ahnung. Auch nicht. Oh, aber Hauptsache diese Flüsterstimme geht jetzt wieder los. Ja, stimmt. Ich weiß, irgendwo gab es hier dann noch eine Sackgasse. Ich glaube mal, das war hier. Hier müssen wir. Und da ist der fucking Stein. Also ist hier rechts. Ah, das ist UFO. Woran erinnere mich denn diese Steine? An welchen Film? So, danke, Steffen. Die qualifizierte Antwort des Abends. Ja, woran denn sonst? Nein, irgendein Film oder so. Vielleicht The Arrival? Keine Ahnung. Asterix und Obelix. Genau. Genau daran habe ich gerade gedacht. Pass auf, am Ende stellt sich raus, dass man die Türen die ganze Zeit aufmachen konnte. Fuck, deswegen bin ich rückwärts rausgegangen. Wenn du in der Sackgasse bist, immer rückwärts rausgehen. Schade, dass wir es nicht sehen können. Ja, aber das ist eigentlich ganz gut, weil sonst könnten wir ja mal vorwarten. Wahrscheinlich würden wir uns trotzdem noch erschrecken. Ja. Oder nochmal fressen und nochmal umbringen. Oder da steht ja nicht mehr dieses Monster, oh, sondern keine Ahnung, so ein pinkes Einhorn oder so. Stein wird verdammt. Was ist hier? Hier waren wir auch noch nicht, oder? Stein. Ich war ja schon. Wie viele sind denn jetzt schon eingesammelt? Sechs. Ich glaube auch 6. Ich habe keine Ahnung. Ich würde halt auch gerne wissen, wo das Flüstern herkommt, ne?
Das ist ja, ja, es ist auch örtlich bedingt, irgendwie. Ja. Aus den Wänden. Ja, oder ob das wirklich eine... Das ist ein Basilisk. Hast du deinen Spiegel dabei? Hier ist eine Tür mit einem... 555 Nase. Also, das, eine Tür gab es noch nicht. Doch, ich habe da eben schon mal einen von gesehen. Habe ich mich auch gefragt, ob man irgendwoher einen Zahlencode bekommt. Ich habe keine... Eigentlich, ich müsste seit 10 Minuten schlafen und wir spielen so ein Scheißspiel. Es wird schon eh nicht mehr lange gehen. Entweder ihr findet es jetzt bald oder ihr seid bald tot. Vielleicht beides nicht. Finden es nicht und sind nicht sofort tot. Macht ihr da mal keine Sorgen. Ihr werdet schon sterben, keine Sorge. Genau, notfalls kümmern wir uns darum. Oh, fuck! direkt hinter uns. Wir sind direkt hinter uns. Echt mal, Lolli, was haben die gegen uns? Nix. Siehst du, es erledigt sich doch alles recht. Die haben das gehört, dass du ins Bett musst. Rechts ist ja dann das Zählkästchen wieder. Ja, aber links sind die Zellen. Ja, dann lass uns hier nochmal durchgehen. Vielleicht haben wir hier vorne irgendwas. Vielleicht sind wir ganz am Anfang in der Richtung nicht gegangen. Die. Wasser? Die Toiletten, da waren wir noch nicht. Links ist jetzt hier der Stein, oder? Da hatten wir. Ja, scheint so. Ja. Da hatten wir noch das Band eingesammelt hinter dem Stein. Habt ihr gerade eben links den Durchgang gesehen? Ach nee, gibt's mehrere. Ja, und weiter vorne gab's einen auf der anderen Seite. Von hinten kamen wir irgendwo her. Ja. Aber wir haben uns doch ganz am Anfang, habe ich mich doch für links entschieden. Also gehen wir rechts. Oh. Also. Hinter uns. So, hinter uns? Ja. Aha. Also wir sind also quasi direkt durchs U-Boot durchgelaufen. Irgendwie. Am Anfang. Ja, wo ich ja meinte. Oh Gott, ich höre den. Ja, der ist halt direkt hinter uns irgendwie. Ja. Ja, wenn wir jetzt in irgendeinen Stein laufen, fuck, da ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist ein Stein. Das ist das U-Boot. Haben wir jetzt? Ja. Beim U-Boot ist das Geräusch. Oh! Ich höre auch schon, das. Das hängt, hier. Nur die Frage ist, müssen wir jetzt wirklich dann zum U-Boot, wenn wir raus wollen? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber ich könnte es mir vorstellen. Da links ist ein Zeichen. Das ist Zugzeichen. Nee, das sind diese drei Dinger. Achso, ich dachte, das wäre das Zugzeichen. Das sieht aus wie Computer. Da ist wieder das UFO. Ja, jetzt sind wir wieder am UFO. Also ich mag jetzt eigentlich wirklich nicht mehr. Das so. Hast du, hab's doch bald geschafft. Können die jetzt nicht aufgeben. So kurz vorm Ziel. Aber wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wir waren doch schon überall. Warte mal kurz. Ah, das ist hinter uns. Er ist hinter uns, ja. Du denkst, das ist ja auch noch ein Stein gewesen. Hm. Ja, wo gehen wir hin? Ja, das ist wieder ein... gerade getrennt. Ja. Danke.
Ach, die rennt man im Kreis. Oh, jetzt ist er witzig, Herr Gary. Nein, das ist nicht witzig. Wo ist er? Ich hab hinter uns, hinter uns. Ich hab's vibrieren gehört, oder? Aber ich hab ihn nicht gesehen. Mein Gott, ey. Wo, man, oder ist vielleicht doch beim Zug was und wir haben es noch nicht gesehen? Stimmt. Nee, da haben wir uns nicht so gut umgeguckt. Da seid ihr ziemlich schnell wieder raus, weil was direkt hinter euch war. So, und die beiden seid überhaupt gestorben. Ja, genau. Oh, oh Gott, rechts. Also, lauf mal links. Ja, wie finden wir wieder zum Zug? An und für sich bin ich der Meinung, es ist von unten geradeaus. Ja, geradeaus. Was ist da? Was ist da? Das ist Lollys Leiche. Okay. Alter. Die sitzt da halt einfach so. Mitten im Gang. RIP. Ich weiß ja schon, dass ich mich gerade von euch getrennt habe, weil ich dachte, ich suche mal in die andere Richtung. Na, du kniest da einfach wirklich mitten auf dem Gang. Oh. Willi. Stefan, jetzt hängt's an dir! Ich hab doch keinen Bock. Eine blöde Kombi, du hättest sterben müssen, ne? Das ist hier noch im Zug das letzte Teil. Ich glaube auch. Ja, da muss man halt noch den Ausgang finden, oder? Ja. Bestimmt das U-Boot, weil du da drauf kommst. Da, das Gärtchen. Ah. Da sitzt die Leiche. Das steht hier rechts. Doch nicht. Also hier durch den Gang hier links sind wir gerade. Nee, rechts, ach, Scheibenkleister. Ach so, ah, okay. Ich bin noch total verpeilt. Immer nur mal ganz kurz über den Zug und dann rechts. Ja. Ich guck mal eben hier rüber, ob hier irgendwo was ist. Halt auch nicht rumdrehen. Ah, guten Tag. Hallo. Ah, da. Hast du's? Jawohl! Ich hatte jetzt das U-Boot. Meine Taschenlampe ist kaputt. Oh, und im Haus gegenüber ist gerade das Licht angegangen. Oh, Schreck. Yes. What? Oh, das war ja genau über Lolly gerade eben. Aber warum? Ich hab grad die Hände angeguckt bei mir und auf einmal bin ich zu dem Monster geworden. Huh. Warte mal, in memory of. Kann es sein, dass du es geschafft hast? Ich glaube, du hast es geschafft. Oh Mann, ich wollte doch ausprobieren, ob man einen Penis malen kann. Ob man was? Ob man einen Penis malen kann. Das ist, glaube ich, da ganz schön schwierig in so einem Labyrinth. So, jetzt mal sehen. Nee. Aber wir sind zumindest dichter zusammengeblieben als im Wald. Ja, na gut. Außer da jetzt so. Ja, das sind, glaube ich, immer die Räume. Der Teekessel gewesen. Die sind aber gut abgelaufen. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen oddly satisfying, ne? Wie das immer so beieinander mitläuft. Da haben wir es fast getan. Da bin ich einmal andersrum gelaufen. Aber die. Das war das UFO dann wahrscheinlich. Ja, genau. Da bin ich einmal andersrum ums UFO rumgelaufen. Da bin ich gestorben. Zwei, Lolly direkt dahinter, ja. War das der Zug? Ja, eine ganze Weile rumgelaufen. Da unten die Ecke, ne? Da kommen wir ewig nicht hin. Vor allen Dingen halt doppelt und dreifach denselben Weg abgelaufen. Ja. Auf einmal ist Alex abgehauen. Ja, da haben wir gerade ihre Leiche gefunden.